Gegen 3 Uhr wurde die Feuerwehr Köln über einen Chlorgasgeruch in einem Schwimmbad in Köln-Lungersdorf gerufen. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnten wir dieses bestätigen, dass im Außenbereich des Freibades in der Nähe eines Technikraums ein starker Chlorgasgeruch wahrnehmbar war. Der erste Trupp der Feuerwehr ging unter schweren Atemschutz und mit Schutzausrüstung in den entsprechenden Bereich vor und konnte mit Messgeräten auch einen größeren Chlorgasnachweis feststellen. Also wir sind hier nach dem Einsatzstichwort Chemie alarmiert worden, also wie auch in der vergangenen Woche schon 3-mal jetzt insgesamt bei 3 größeren Chemieeinsätzen. Wir sind mit insgesamt ca. 40 Einsatzkräften hier vor Ort. Zu denen gehört wiederum ein Angriffstrupp, der also vorne vorgeschickt wird, ein gleichzeitig an Dekontaminationseinheit und natürlich der Führungsdienst und Rettungsdienst. Also Chlorgas in einem Schwimmbad reinigt das Wasser bzw. es desinfiziert das Wasser. Also alle Keime, die in einem Wasser vorkommen, werden dadurch abgetötet. Dadurch ist also das Baden in dem Wasser ungefährlich für Keime. Natürlich ist das Chlorgas da in ganz niedrigen Konzentrationen nur vorhanden. Bei Austritt von Chlorgas kann es natürlich auf der Hautoberfläche zur Reizung kommen und beim Einatmen natürlich auch zur Lungenschädigung. An der Einsatzstelle konnten bis jetzt keine verletzten Personen vorgefunden werden. Von der Betriebsleitung wurde vor Ankunft der Feuerwehr auch alle Badegäste zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Bei einem Chemieeinsatz gehen wir standardmäßig mit den sogenannten CSA, das sind die Chemieschutzanzüge, gehen wir vor. Das heißt also, der Angriffstrupp oder der Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, die vorgeht, befinden sich in einem Kunststoff-gummibasierten Sicherheitsanzug, in dem sie quasi in einer eigenen Atmosphäre leben. Sie haben die eigene Atemluft darunter. Es kommt von außen weder Flüssigkeit noch Gas in den Anzug hinein und somit können sie dann gefahrlos in den Gefahrenbereich hineingehen. Also wir haben den Bereich erkundet, wir konnten dort Chlorgas nachweisen, wir sind gerade dabei, den Bereich zu lüften. Deswegen werden auch hier die Kräfte jetzt vor Ort reduziert. Messungen zeigen, dass unsere Lüftungsmaßnahmen erfolgreich sind. Und sobald wir hier in einem Bereich sind, der ungefährlich ist, werden wir die Einsatzstelle an den Betreiber und der Polizei übergeben.